Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um eine Leuchte. Und zwar um diese wunderschöne Leuchte hier. Fragen sich viele sicher, um welche Leuchte es sich handelt. Und zwar ist das ein bisschen eine spezielle Leuchte, würde ich erstmal sagen, die man jetzt so nicht ganz so oft vorfindet. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Ringröhrenlampe für zwei Ringröhren. Einmal 40 und einmal 32 Watt aus den Anfang 60ern. Ist wirklich eine meines Erachtens sehr schöne Leuchte. Vor allem der Zustand ist noch extrem gut. Das Glas hat eigentlich keinen Riss oder sonstiges. Lediglich ein bisschen Kratzer hier, den Kanten. Aber da ist nichts gebrochen oder so, weil meistens ist es bei alten Leuchten so, dass die irgendwie gebrochen sind oder irgendwie Sprung oder so. Aber die ist wirklich makellos. Ja, dann öffnen wir die mal. Und ich kann das Plastik runternehmen. So, dann sehen wir das Innenleben der Leuchte. Einmal haben wir hier eine, also die Röhren sind nicht original, die habe ich getauscht, weil die innere Ringröhre, die zeige ich gleich, die war leider kaputt, die war entgast. Deswegen dachte ich am Anfang, das Forschergerät hat einen Schluss, aber hat es nicht. Da ist einfach der Punktschutzen in der Fassung abgerissen. Und die äußere, ist jetzt hier in dem Fall eine Sylvania, war einfach ja, zu schade zum Benutzen. Beide Leuchten zeige ich gleich mal. Also hier haben wir einmal die defekte Ringröhre, wie man vielleicht schauen kann. Ja, das Quecksilber ist noch in der Röhre, also man sieht es noch. Ist eine Schade um die, eine Atlas Double Life Cool White Deluxe 32 Watt. Sehr schade auf jeden Fall, weil sind eigentlich, glaube ich, relativ selten, habe ich jetzt noch nie eine gesehen. Und die eine ist eine Merkur FL40 Warmton Deluxe. Die müsste von, ich glaube, ich müsste sogar noch original sein, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mit der Aussage, den Datumcode kann ich jetzt leider nicht entschlüsseln, aber das Design von den Elektroden ähnelt sehr stark an eine sehr alte Röhre, aber genau sicher bin ich mir nicht. Deswegen lasse ich das mal so 50-50. Aber gut, jetzt gehen wir zur eigenen Leuchte. Die Leuchte ist Baujahr 1960. Also laut Kondensator 3.60, wobei ja, Anfang 60er auf jeden Fall. Auch an den Forschergeräten zum Dienst besser. Sind doch uralte Forschergeräte. Auch die Starter. Philips S10 Alu. Ja. Die Leuchte sehr schön, also sie hat ein schönes Design. Im Zustand her ist sie echt noch relativ gut. Bis auf das Loch hier. Das muss ich irgendwann noch zumachen. Das stört mich nämlich so ein bisschen. Und na gut, dann fackeln wir nicht lange rum. Dann werde ich das ganz gute Ding mal einschalten, denn man wird gleich hören, die Lampe ein bisschen Sound hat. Ja. Starten wir nochmal. Und jetzt noch mit Deckel. So, mit Deckel.